So, wie sieht denn das mit dem Inventar aus? Ist das voll noch oder? Einen Grundrahmen haben wir noch. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Let's Play Planet Nomads. Ja, wir sind in der zweiten Session und im zweiten Teil angekommen. Wir sind hier abgestürzt und sind jetzt am Suchen. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, das Ganze hat jetzt schon irgendwo eine Story. Das kennen wir. Das Grüne da, das schießt. Da machen wir mal ein bisschen einen Bogen drum. Er sagt uns immer noch, wir sollen essen und trinken. Haben wir mittlerweile gemacht. Ich weiß nicht, warum er das nicht registriert hat. Wir spielen auf einfach. Das heißt, wir haben einen schönen langen Tag, eine kurze Nacht. Die Tiere sind wohl weitgehend friedlich. Wer meinen Spielstil kennt, der weiß, dass ich das mag. Ich glaube, die taten auch was, wenn man zu dicht rankommt. Ups, jetzt wird's eng. So, sind oben. Da sind wieder irgendwelche Lebewesen. Aber hier haben wir was. Zerlegen erstmal alles, um die Teile zu kriegen. Umso weniger Rohstoffe müssen wir sammeln. Da ist ein Container. Purer Kristall. Ich weiß noch nicht, ob wir den verwenden können. Okay, hier haben wir ein Lock gefunden. Erste Nacht. Okay, die haben wir noch gar nicht. Okay, mehr ist da nicht drin. Dann können wir das Ding auch zerlegen. Da kriegen wir richtig schön Material raus. Auch etwas besseres Material schon.
Okay. Das ist eins von diesen Lebewesen. Ups. Ich will nichts von dir. Hey, du sollst mich nicht angreifen. Ich tu dir nichts. Okay. Was ich eigentlich wollte. Lass mich doch einfach zufrieden. Ich will doch gar nichts von dir. Okay, es tut mir leid, aber wenn du mich angreifst, ich glaube, das sind diese Leittiere irgendwie. Das dauert natürlich eine Ewigkeit mit diesem Abbautool. Okay. Ja, lauf weg. Gucken, können wir hier irgendwas wegschmeißen, was wir im Augenblick nicht brauchen? Nee, das sind alles wichtige. Doch, die Kohle, die kann man mich wieder sammeln. Biomasse. Biomasse brauchen wir auf jeden Fall. Okay, dann hauen wir hier mal ab und gehen zurück.
Okay. So, zu unserer Rettungskapsel sind 600 und ein bisschen mehr da. Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir hinkommen. Und da sollten wir dann auch vielleicht erstmal anfangen, was zu bauen. Diese Dinger sollten wir auf jeden Fall umgehen, weil die schießen auch mit irgendwas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, von diesen Dingern haben wir genug in der Umgebung, was wir jetzt schon gesehen haben. Grad noch. So, noch 60 Meter. Ha, da ist unsere Kapsel. Konfigurieren? Was kann man da konfigurieren? Ach so. Nee, steigen wir ein und wollen mal ein bisschen schlafen. Gut, es ist wieder Tag. Und jetzt sollten wir wirklich mal gucken, ob es nicht Sinn macht. Das ist doch eine schöne Ebene da. In 300 Metern ist irgendwas abgestürzt. Okay, hier sind natürlich auch wieder diese Insekten. Wir brauchen hier keine große Basis bauen. Ich sage mal, sowas, wie wir die letzten Male gebaut hatten, würde doch durchaus Sinn machen. So, den Notfalldrucker. Mal den hier erstmal hinsetzen. Gut. Jetzt können wir Fundamente bauen. Fundamente B. Ja, mit zwei bauen. Ja,
1. Nee, das ist schon mal verschiedene Höhen. Das ist nicht gut. So, 2. Und hier sitzen wir auch noch eins dran. Wo sind wir denn? So, das sind 3 Stück. Und dann gehen wir. So, das passt. Sind wir dann aber noch nicht im Wasser. Das war anders geplant. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir hier die ersten wieder weg und setzen nochmal eine Reihe dahinter. Wobei, wenn wir sowieso eine Reihe dahinter setzen, dann könnten wir das Ganze auch tiefer setzen. Also nochmal von vorne. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sieht das doch mal ganz nett aus. Okay. Gut. So, jetzt haben wir. Wir müssen, glaube ich, 1 fertig machen. Wird es jetzt windig oder was ist jetzt los hier? So, dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes machen können. Oh ja, da wird es jetzt interessant. Wir können. Bodenplatten haben wir ja schon alle. Mauerecken. Verstärkte Wand. Verstärkte Tür. Fenster geht noch nicht. Decke geht noch nicht. Außenecken haben wir auch nicht. Okay. Dann fangen wir doch mal mit den
Ecken an. Einmal. Ja, das kennt ihr im Grunde aus dem ersten, aus der ersten Session. Das Let's Play. Das war so dieser Standardraum, den ich da überall gebaut habe, um so eine Behelfsbasis zu bauen. Nicht genug Ressourcen. Was brauchen wir? Grundrahmen. Den nehmen wir mal weg. Der kann mal hierher. Hier in die Ecke. Haben wir natürlich jetzt rausgenommen, aber egal. Packen wir da hin. So, auf die 6 gelegt. Kann der da hin. Und dann bauen wir wieder den zusammen. Und jetzt wollen wir Grundrahmen. Dafür brauchen wir Eisen. Eisen haben wir nicht. Aber das macht eigentlich erstmal gar nichts, weil wir haben ja noch so viel hier in der Umgebung. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zurück, diese 300 Meter. Oh, er ist aber nach wie vor am Laggen, wenn es mal eng wird. Also wenn er mal wirklich rechnen muss hier. So, wie sieht denn das mit dem Inventar aus? Ist das voll noch oder... Einen Grundrahmen haben wir noch. Okay. Wir können auch noch keine kleine Lagerbox bauen. Das heißt, wir müssten jetzt hier solche Schrottteile, also diese Trümmerteile erstmal zerlegen. Da haben wir drei Grundrahmen. Und alles, was wir bisher gebaut haben, haben wir tatsächlich aus Trümmern gebaut. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier rein. Ja, und sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.